Ja, Leute, ich bin's, euer DSD Steve und herzlich willkommen zu meinem ersten Nintendo Switch LP Super Bomberman R. Ja, ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich habe das Spiel auch schon mal angespielt, so ein ganz klein bisschen. Und Leute, Junge, das Spiel hat's echt in sich. Also, definitiv nicht einfach. Und ja, ich habe mir es als Download-Titel gekauft, da es das hier nirgendwo zu kaufen gab, in der Retray-Variante. Wir spielen natürlich den Story-Mode. Und wir machen ein neues Spiel. Ihr seht schon, ich habe mal angefangen, aber noch nicht so weit gespielt. Und los geht's. Vielleicht noch ganz kurz zum Spiel. Ja, das Spiel ist frisch erschienen am 3.3.2017 für die dort erschienenen Nintendo Switch, also ein Launch-Titel. Und es ist natürlich auch mein allererstes Let's Play von dieser Konsole. Planet Bomber, the home of the Bomberman Brothers, eight righteous robotic life forms devoted to keeping the universe a safe place. Day and night, they train diligently. Hey! I told you all to come to today's training. Why weren't any of you there? Diligently. What a foolish question. Why would I need to train when I'm already perfect? Just let me sleep a little longer. Don't worry, I'm ready to fight to defend the universe. So, what is it you want me to blow up? Oh, a butterfly. Whee! Hey, Aqua, isn't this haircut wonderful? I think it looks beautiful, but everything suits you, big sister. They train. What am I gonna do with these guys? Don't worry, big bro. I know exactly how you feel. You do, Green? Wow. You're the only one who understands me. I'm not strong like the others, though. So I've been thinking about what I can do. And I think that I should eat a burger to build up some body strength. I see. All right. I understand completely. You take this money right here and you eat all the... Wait, what? Day and night, they train not so diligently, it would seem. Oh, I can't take this anymore. Calling all intelligent life forms across space. I am Emperor Bugler. This universe's new ruler. As the first stage of my intergalactic conquest, I have taken the liberty of seizing control of the five main planets of the Starry Sky solar system. Before long, the planets that all of you inhabit shall too meet the same fate. If you value your lives, bow down and accept me as your ruler. If you disagree, of course you are always free to challenge my faithful followers, the five dastardly bombers, to battle. If you have the courage and the strength to do so, of course. This is bad. Looks like it's down to us to save the universe. Come on, everyone. Bomberman Brothers, let's go! I said, let's go! Just another 24 hours, 52 minutes. But what about our packed lunches? I can't take part in any violence. But I'm scared! Just get in! And so, the battle between the Bomberman Brothers and the Bugler Army begins. White must fight to restore intergalactic peace. The Bomberman Brothers must fight to find some enthusiasm.
The fate of the entire universe rests on your shoulders. Or something like that. Ja, und ihr seht schon, ein Spiel mit Story und Sprachausgabe. Ich muss dazu sagen, ich habe bisher nur ein einziges Bomberman gespielt und das war Bomberman für den DS. Ja, das ist schon 10 Jahre her oder so. Und deswegen werde ich es auf Anfänger spielen. Also ich muss gleich dazu sagen, ich habe es aber jetzt schon angespielt und ich bin selbst auf den Anfängerschwierigkeitsgrad beim Boss der ersten Welt am Ende gestorben. Also das Spiel hat ordentlich Schwierigkeitsgrad. Zumindest wenn man so wie ich Einsteiger ist, was das Bomberman-Franchise angeht. Und deswegen, los geht's. Planet Technopolis, the fifth and outermost planet of the Starry Sky Solar System, whose surface is now completely mechanized. Planet Technopolis. Looks like the Bugler Army have already turned it into a base. So, are we just going to head straight in? No, we need to avoid any unnecessary combat. Our top priority is freeing the people of this planet. They must be imprisoned somewhere around here. I hope we can resolve this as peacefully as possible. All right, let's go! Red Bomber is ready to bomb! Hey, what are you doing, Red? A true hero never hesitates. Anyway, explosions are the only thing the bad guys understand. Come on, let's do this. Wait a minute. Here, take that. Hey, I said wait. I got you. Will they be all right? So, los geht's. Wir haben immer drei Eigenschaften, wie ihr sehen könnt. Diese Flamme ist dafür, wie weit die explodieren, die Bomben. Die Bombe selbst, wie viel wir platzieren können. Und die Rollerblades, wie schnell wir sind. Wir spielen Einzelspieler und was ist immer das Übliche. Ja, das ist wohl das Übliche. Los geht's. Ich glaube, wir können uns noch die Farbe des Bombers irgendwie auswählen. Oder nicht. Irgendwie ging das. Genau. Wir sollen alle Gegner besiegen. Es sind 5 Stück hier auf der ersten Karte. Und der Anfang ist wirklich noch einfach. Glaubt mir, Leute. Das wird noch richtig schwer. Dann, ihr seht schon, wir haben so einen, ich nenne es mal Pseudo-3D. Super. Jetzt können wir uns das hier holen und schon sind wir schneller. Die Gegner dürfen uns natürlich nicht erwischen. Falls doch, verlieren wir ein Leben. Sehr schön. Ja, die ersten Level sind noch sehr einfach. Aber es wird sehr schnell viel schwerer. So, macht das viel los. Wir sollten hier ruhig mal die Dinger sprengen. Denn darunter können sich auch Goodies befinden. Soll ich jetzt hier die Bombe? Und die bedeutet, wir können 2 Bomben legen. Sehr schön. Platzieren wir hier mal 2 Bomben. Bauen wir nichts drunter und ab, zack. In die nächste Welt. Also das nächste Level der ersten Welt. Und zwar in die 1-2. Wir müssen nicht immer alle Gegner besiegen, aber am Anfang schon. Und hier kommen auch schon die Magneten dazu. Ganz cooles Element. Wenn wir jetzt hier die Bombe ablegen, zack, der Magnet zieht dann die Bombe ran und der Magnet dreht sich nach jeder Explosion. Sehr, sehr interessantes Feature. Gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Ah, ihr habt schon gesehen. Da war jetzt ein Magnet und der hat es dann gezogen. So, den erwischen wir, aber gerade so. Ah, jetzt geht es nach unten viel. Ah, hat gereicht.
Supi. Und damit ist der auch safe tot. Und ihr seht schon, so muss man uns jetzt durch die Welten bomben. Und das ist ein sehr, sehr spaßiges Unternehmen. Und das kommt natürlich auch im Multiplayer-Spielen. Oh nein, jetzt zerstöre ich mir leider das Item. Das ist natürlich blöd. Naja, ich bekomme hier noch genug Möglichkeiten, an Items ranzukommen. Das war jetzt ungünstig. Aber so bekommen wir auch das letzte Vieh. Und jetzt müssen wir noch zum Ziel laufen. Ja. Sag mal, habt ihr euch auch eine Nintendo Switch geholt, so wie ich? Oder wartet ihr noch? Kauft ihr sie euch erst, wenn mehr Spiele da sind? Und wenn ihr sie habt, welche Spiele habt ihr euch denn besorgt? Also, ich habe mir erstmal Bomberman geholt. Und Zelda natürlich. Klar, ich denke mal, Zelda hat sich wohl jeder geholt. Ist ja auch so der Grund, sich eigentlich die Konsole zu kaufen. Also, aber auch Bomberman finde ich eigentlich ganz interessant. Weil es auch ein Spiel ist, das man auch wunderbar mit Freunden spielen kann. Ich dachte mir einfach, ach komm, let's play mal doch ein bisschen in Story Mode. Warum eigentlich nicht? So. Hier muss man jetzt nicht alle Gegner töten. Es reicht vollkommen aus, wenn wir die ganzen Plattformen betreten. Da oben habe ich schon eine aktiviert. Natürlich ist es trotzdem einfacher, wenn wir die Gegner besiegen. Zumindest in dem Level, wo das möglich ist, alle Gegner zu besiegen. Denn auch das wird so nicht auf Dauer bleiben. Natürlich jetzt die ersten Level, sollen uns erstmal ein Spielprinzip einführen. Klar, also alles etwas ruhiger. So, jetzt haben wir das Ziel aktiviert. Oh, 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 das war jetzt echt mit Risiko verbunden. Und glaubt mir, wir werden noch früh genug drauf gehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie lange ich die Videos übrigens schneiden werde. Deswegen also bitte nicht wundern, wenn ich mich nicht von euch im Part verabschiede. Da ich auch schauen muss, wie groß am Ende die Videos wären, so von der Datei her. Damit ich die hochladen kann. Sehr schön. Und da haben wir es auch getötet. Ich hoffe natürlich auch, dass die ganzen Soundeinstellungen passen. Das ist natürlich alles für mich hier Hashtag Neuland. Das habt ihr vorher noch nicht von einer stationären Konsole aufgenommen. Ja, auf jeden Fall kommen jetzt die Nintendo Switch LPs zu den ganzen Maker LPs noch dazu. Es wird auch nicht nur bei Bomberman bleiben. Oh, das war verdammt knapp. Ja, auf lange Sicht kommen natürlich auch noch weitere Let's Plays. Welche das sind, möchte ich an der Stelle aber noch nicht verraten. Aber es werden einige sein. Und die haben auch schon einen neuen Gegnertypen, diese komischen Frösche. Ihr seht schon, die können springen. Und die nutzen so ein bisschen das Dreidimensionale aus. Des Spiels. Also nutzen die Perspektive. Nein. Oh, das war knapp, Leute. Das war knapp. Okay. Jetzt müssen wir einfach damit arbeiten, dass ich mehrere Bomben gleichzeitig platzieren kann. Und er weicht weiterhin aus. Nein! Wow, das war verdammt knapp. Gut, dann eine Bombe hoch. Jetzt dreht sich gleich der Magnet. Jetzt kann ich wieder hier eine hinlegen und die beiden Dinger wegsprengen. Supi. Haben wir noch zwei Gegner. Nee, noch drei Gegner. Oh Gott, noch ein Frosch, ernsthaft. Okay. Damit erwische ich mir wieder keinen. Das war blöd.
ja, das passiert, wenn man stirbt. Man landet wieder am Anfang des Levels, aber die Gegner bleiben tot. Und wir bekommen eine weitere Chance, noch die restlichen Gegner zu erwischen. Und dann hoffen wir mal, dass diese dämliche Frosch hoffentlich bald stirbt. Also, die werden uns auf jeden Fall noch ordentlich Sorgen bereiten. Die anderen Typen, die hier rumlaufen, wie diese Sandsäcke oder ja, der Typ da oben, sind relativ einfach. Das ist ein schlechtes Item. Wenn ich das einsammle, verringert sich die Reichweite der Flamme. Deswegen ruckzuck einfach mal kaputt machen, das Item. Okay. Nein! Nein! Oh. Ja, es gibt später ein Item, damit kann man seine eigenen Bomben auch wegtreten. Und woanders platzieren damit. Das Item habe ich aber noch nicht. Und schon hat sie mich dadurch mal wieder selbst erwischt mit meiner eigenen Bombe. Ah, dämlich. Aber gut, so ist das. Ich sehe schon, hier wird es einige Game Over geben. So, versuchen wir mal das Vieh hier noch zu bekommen. So. Lauf mir nicht zu schnell weg. Ja, das ist nervig, wenn man noch so eine kleine Bombe hat. Aber da läuft er auch schon in die Falle. Da kommt er nicht mehr raus. Und da haben wir 8 von 8. Sehr schön. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir denn genau hier weitermachen werden. Bis dahin und tschüss.